Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der City Collection. Stefan Feld, City Collection Teil 8, Kathmandu. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Stefan Feld City Collection. Neben mir sitzt der Stefan Feld. Hallo Stefan. Hallo Jörg. Und jetzt stelle ich euch, beziehungsweise der Stefan stellt euch das Spiel Nummer 8 der Reihe Kathmandu ein bisschen genauer vor. Wir werden jetzt aber nicht in jedes Detail einsteigen, aber ihr bekommt einen Überblick, was man in diesem Spiel machen muss, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, Neuerungen, ob es eine überarbeitete Version ist. All dazu übergebe ich jetzt das Wort an den Stefan. Kathmandu, die Nummer 8, Jörg sagte es, und diesmal gleich vorweg eher gehobenes Familienspiel, unteres Kennerspielniveau. Es ist ein Laufspiel. Wir sind im Tal von Kathmandu im Himalaya unterwegs und versuchen über 8 Durchgänge Kathmandu mit unseren Yaks, mit unserer Expedition zu erreichen. Unterwegs haben wir verschiedene Landschaftsarten zu durchqueren und je nachdem, wo ich lande, in welcher Landschaftsart, gibt es Tiere, die ich zeichnen kann. Es gibt Gegenstände, Ausrüstungsgegenstände, die ich benutze, um besser voranzukommen. Es gibt Expeditionsziele, die ich zu erreichen habe und vieles mehr. Die Grundstruktur des Spiels ist eine ganz, ganz einfache. Wir würfeln, also wir haben 6 Würfel, 6 farbige Würfel, sehen wir hier. Und diese 6 Würfel würfeln wir zu Beginn unseres Zuges. Dann werden wir reihum jeweils einen Würfel wählen und mit diesem Würfel laufen wir dann mit unserem Yak in gerader Richtung einfach entlang dieses, ich sage es jetzt mal, Parcours des Tals. Immer wenn wir unseren Würfel wählen, nehmen wir die passende Ressource. Wir haben hier Hirse zum Füttern unserer Yaks, wir haben Rucksackplatz, wir haben Farbe, um Tiere zu zeichnen, wir haben Geld, um Gegenstände zu kaufen und wir haben den Kompass, um durch schwieriges Gelände zu kommen. Dann gibt es noch eine 6. Farbe, nämlich hier der schwarze Würfel, der ist eine Joker-Ressource. Also, mein Zug besteht eigentlich nur darin, Würfel wählen, Ressource passende nehmen und dann mich bewegen. So. Und dann ist das Zielfeld, und das ist die Grundstruktur dieses Spiels, ganz entscheidend. Wir sehen hier verschiedene Karten auslegen. Das spielt eine Rolle, wie viele Spielerinnen und Spieler mitspielen. Und dann schaue ich, ob ich auf einem Feld gelandet bin, bei dem der Hintergrund dieser Karte, also die Landschaftsart, mit der Landschaftsart des Zielfeldes übereinstimmt. In meinem Fall, wenn ich jetzt hier also zum Beispiel auf dem Wald gelandet wäre, dann hätte ich hier dieses Tier zeichnen können. Da brauche ich natürlich Farbe, die gebe ich dafür ab. Dann kriege ich das Tier zu mir und habe es gemalt, ein schönes Bild. Wäre ich eben auf der Schneelandschaft gelandet, hätte ich mir diesen Ausrüstungsgegenstand holen können, der mir Vorteile bringt, wenn ich dann wieder am Zug bin. Dafür muss ich dann im Rucksack Platz haben, gebe also eine solche Ressource ab. Wir haben noch weitere Felder hier unterwegs. Es gibt Dörfer. In diesen Dörfern können wir weitere Gegenstände kaufen. Diese Gegenstände bringen am Ende Punkte und diese Gegenstände, da gibt es immer noch so einen ganz besonderen Gegenstand dazu, den darf ich zusätzlich kaufen. Wenn ich den dann bekomme, und dafür brauche ich das Geld, liegt der erstmal bei mir, wenn die anderen Mitspielerinnen und Spieler aber dann eine ebensolche Ware kaufen und dürfen mir dann diesen zusätzlichen Spezialgegenstand, diesen besonders schönen Gegenstand auch abkaufen. Es gibt solche Schatzkartenteile, da gibt es immer 2, da muss ich versuchen, passende zusammenzukriegen. Die bekomme ich in diesen Tempeln. Da gebe ich Opfergaben ab, die ich hier einsetze und dafür kriege ich dann Schatzkarten. Also im Großen und Ganzen versuche ich, meine Würfelwürfe möglichst zielgenau hier einzusetzen, um
bei diesem Parcours entlang zu laufen, möglichst am Ende der 8 Runden in Kathmandu anzukommen. Da gibt es dann auch nochmal für den oder diejenige, die zuerst ankommt, nochmal ein paar extra Punkte. Und so versuche ich eben möglichst gewinnbringend hier entlang zu laufen. Am Ende eines Durchgangs, wenn alle 3 Würfel eingesetzt haben, wandert noch das Unwetter. Wir haben nämlich ein Unwetter, das uns verfolgt und wandert immer weiter. Das ist ein spezieller Mechanismus hier mit diesen Blättchen. Da werden welche aufgedeckt. Da kann es eben gutes Wetter oder schlechtes Wetter geben, je nachdem. Und das wandert nach einem bestimmten Schema nach vorne. Sollte einem das schlechte Wetter einholen, dann gibt es Erschöpfungen. Und nicht nur so gibt es Erschöpfungen, sondern es gibt auch noch Erschöpfungen, wenn ich zum Beispiel nicht mehr passend laufen kann, wenn ich meinen Jagd nicht mehr füttern kann. Wenn ich hier nämlich beispielsweise auf ein neues Tableau komme, muss ich meinen Jagd füttern. Dafür ist die Hirse da. Oder wenn das Gelände schwer wird, das wird durch diese Pfeile angezeigt, dann muss ich einen Kompass abgeben, um mich zurechtzufinden. Wenn ich das nicht kann, kriege ich dafür eine Erschöpfung. Diese Erschöpfung, die hindern einen ein bisschen. Wenn ich nämlich zu viel Erschöpfung habe, dann muss ich mich im Zelt ausruhen und komme nicht weiter voran. Das ist im Groben das Spiel. Wirklich einfach strukturiert. Der Pfiff oder die Idee dahinter ist, dass ich eben ein ganz gutes Ressourcenmanagement haben muss. Ich muss immer die Würfelzahlen natürlich angepasst an das, was ich machen will, einsetzen, aber gleichzeitig auch immer im Hinterkopf haben, ich brauche auch die passende Ressource. Also nehme ich jetzt die orange 4 oder die graue 5, weil ich jetzt als nächstes einen Kompass brauche oder doch lieber das Geld. Es ist so ein Abwägungsprozess. Es gibt noch ein paar kleinere interaktive Elemente, nämlich die Abrechnung der Fotos am Ende. Da gibt es einen Vergleich. Dann, wenn ich zu jemand anders dazuziehe, dann darf ich ihm Kartenteile stibitzen. Und es gibt auch noch solche Erschöpfungskarten, die ich für die anderen mit einspielen kann. Also es ist auch noch ein gewisser Grad an Interaktion mit dabei. Das Ganze, Spielzeit, knappe Stunde haben wir jetzt zu dritt gespielt. Ja. Und ich denke, man kommt sehr, sehr schnell rein. Wunderschön designt in meinen Augen von Lukas Siegmon, der hier wieder tolle Arbeit geleistet hat und sehr einladend aussieht. Und variabel ist es ja. Wir haben ja jetzt auch hier noch die Plättchen. Das heißt, hier habe ich auch, oder beziehungsweise bin ich auch gezwungen, unter Umständen auf solchen Feldern zu landen, weil den Stapel will ich natürlich auch noch durchspielen, damit ich am Schluss 10 Punkte kriege und keine Minuspunkte, wie es gern bei deinen Spielen auch mal gemacht hat. Variabel ist auch vom Aufbau. Das heißt, je nachdem, wie ihr es platzieren wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, das hier zu sehen. Gleichzeitig haben wir natürlich noch verschiedene Anzahl von Karten und was auch schön ist, die Würfelwerte spielen auch eine Rolle für solche Zeltkarten, weil die Zeltkarten, die man dann bekommt, auch wieder mit Landschaftsmotiven, die könnt ihr dann ausspielen, um eine Person, die dann auf dem Feld ist, quasi ein bisschen zu stoppen in seinen Aktionen durch solche Ermüdungen. Das heißt, man ist dann nicht abgeschossen weit hinten, sondern hat immer wieder die Möglichkeit, und so habe ich es jetzt auch in der Partie erlebt, dass man recht engmaschig aneinander ist. Jeder schaut auf unterschiedliche Art und Weise, auf Puzzleteile, auf Sonstiges, auf Extrateile. Und was auch schön ist, man ist jetzt nicht nur ausgeliefert seinen Würfeln, was auch sehr wichtig ist, glaube ich, vor allem dir, weil dann haben wir die Möglichkeit, solche Aktionskarten auszuspielen mit Hilfe des Rucksacks. Und so bin ich dann einem das eine oder andere Mal über das Gebirge gezogen, wo ich eigentlich nicht ziehen dürfte, weil ich dann solche Karten ausgespielt habe. Also da hast du drauf geachtet, dass praktisch auch eine Person es nicht abgeschlagen ist, weit hinten. Definitiv. Also und es ist, haben wir lange dran gebastelt, wirklich gut ausbalanciert. Wir hatten jetzt gerade ein Spiel, wo ein Punkt auseinander lag und es ist ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Im ersten Moment ist wirklich, ach ja, das spiele ich einfach so runter und so ist natürlich auch gedacht, aber letztendlich muss ich eben doch sehr genau auch planen und sagen, lohnt es sich jetzt hier in die Richtung zu gehen oder hier noch ums Gebirge rum und so. Also es steckt am Schluss mehr drin, als man im ersten Moment denkt, wenn man das Spiel dann kennengelernt hat.
Okay, und wenn man es jetzt mal vergleicht, das ist ja mittlerweile Spiel Nummer 8 der Serie, ist unglaublich. Mhm. Aus meiner Sicht das bisher Einfachste, ja. Muss ich jetzt mal zeigen natürlich, wo durchaus die Zielgruppe der Familien sind, die öfter spielen, die vielleicht auch solche Spiele mit ein paar Kniffen sich wünschen, die sind definitiv unter anderem natürlich auch eine weitere Zielgruppe, die man sich jetzt durch das Spiel erschließt. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ihr seht es auch am Material, das sieht mal wieder final aus, aber das ist noch das Prototypenmaterial, auch wenn das jetzt quasi schon wie ein fertiges Spiel aussieht. Es kann sich an dem einen oder anderen Symbol, an der einen oder anderen Tafel etc. das eine oder andere Element auf jeden Fall noch ändern. Und bevor gleich die nächste Frage vielleicht von euch kommt, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dürft ihr das gerne als Kommentar schreiben. Wann das Spiel dann rauskommt, wird natürlich wieder eine Kickstarter-Version sein. Das kann sich immer mal wieder um die eine oder andere Woche, Tag verschieben. Aber wir wollten euch auf jeden Fall einen Eindruck liefern von der Reihe oder von dem Spiel Nummer 8. Mhm. Das ist nämlich auch ein eigenständiges Spiel oder keine überarbeitete Version. Das heißt, es ist wieder ein ganz neues Spiel quasi von dir, wo da letztendlich dann auch quasi jetzt hier in diesem Stadium mir vorliegt. Und deswegen konnten wir es auch schon spielen und vorstellen. Ich glaube, das Wichtigste wurde gesagt. Ich denke, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, dann dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Die Reise geht natürlich weiter. Das heißt, schauen wir mal, was da noch in Zukunft kommt. Das war die Vorstellung von Kathmandu. Mhm. Stefan Feld, City Collection Teil 8. Stefan, ich denke, soweit ist alles gesagt. Ja, also was man vielleicht noch sagen kann, es werden auch noch einige Module mit reingepackt, die dann auch das Niveau noch etwas anheben, also mit Sonderfertigkeiten, die man dann anfangs hat, mit Abkürzungen, zusätzlichen Tempeln und so. Also da gibt es dann schon auch noch ein bisschen aufzubauen. Aber so wie Jörg beschrieben hat, tatsächlich das leichteste Spiel bisher in der City Collection. Denke sehr eingängig und ich freue mich drüber. Ich habe es vorhin schon im anderen Video gesagt, also das ist ein Spiel, das man einfach schön auch wegspielen kann im Sinne und trotzdem angenehm gefordert ist. Okay, das zu allen Infos. Danke dir, Stefan. Mhm. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.